Es war die erste Revolution, bei der die Werktätigen die Kapitalisten vom Thron schubsen und selbst die Macht übernehmen konnten. In diesem Video wollen wir uns damit beschäftigen, wie es das Volk in Russland schaffen konnte, die Macht an sich zu reißen und den Ausbeutern das Handwerk zu legen. Viel Spaß! Eine Revolution ist kein spontanes Ereignis, was nur ein paar Tage andauert. In Russland wurde am 7. November 1917 der Winterpalast gestürmt und die Regierung festgesetzt. Aber das war nur ein Tag in einem Jahre andauernden revolutionären Prozess. Um also verstehen zu können, wie es den ausgebeuteten Massen gelang, die Macht zu ergreifen, müssen wir uns auch die Zeit vor der Revolution anschauen. Russland war damals eine Monarchie, geführt vom Zaren Nikolaus II. Es erstreckte sich von Osteuropa über Asien bis an den Pazifik und hoch nach Alaska. In diesem Reich lebten nicht nur Russen, sondern zahlreiche andere Völker wie Ukrainer oder Tataren. Alle diese Völker hatten gemeinsam, dass sie Anfang des 20. Jahrhunderts in einem technologisch sehr rückständigen Land lebten, wo die Menschen hungerten und die meisten noch Bauern waren. In den Städten hatten sich im Laufe der schleppenden Industrialisierung die Klasse der Arbeiter entwickelt, die aber genauso wie die Bauern unter schwerer Armut litt. Diese scharfe Ausbeutung brachte natürlich auch den Widerstand der Unterdrückten mit sich. Auf der einen Seite waren da die Volkstümler, die eine Landreform forderten und sich auf die Bauernklasse stützten. Sie verübten Anschläge auf die Zaren. So kam es 1881 zur Ermordung von Alexander II. Bei einem Anschlag durch die anarchistischen Volkstümler. Auf der anderen Seite waren die marxistischen Sozialdemokraten, zu denen auch Lenin und die Bolschewiki gehörten. In ihren Augen musste das feudale Russland erst einmal eine bürgerliche Revolution durchschreiten, damit so das Fundament für die sozialistische Revolution geschaffen wird. Die Armut und das Leid der Menschen wurde 1904 und 1905 durch den Krieg Russlands mit Japan noch einmal verschärft. So kam es dann auch zu einer weitgreifenden Volkserhebung in Russland. Bauern, liberale Demokraten, Studenten und auch Arbeiterinnen und Arbeiter gingen auf die Straße und forderten ein Ende der Zarenherrschaft. Der Zar ließ sich nicht auf Zugeständnisse ein. Er ließ eine Großdemonstration, die friedlich vor dem Winterpalast in St. Petersburg aufzog, niederschießen. Darauf formierte sich der Widerstand erneut. Es kam zu Streiks bis hin zu einem Generalstreik und in Moskau und anderen Städten zu bewaffneten Kämpfen. Hier wurden auch Räte der Arbeiterinnen und Arbeiter auf Russisch Sowjets gegründet. Das wollten sich die Reaktionäre und Monarchisten nicht bieten lassen. Sie lösten die Organe der Volksmacht gewaltsam auf und schlugen den Aufstand nieder. Die Konterrevolution hinterließ eine enttäuschte, desorganisierte Arbeiterbewegung. Mit der Duma entstand als Zugeständnis ein erstes Parlament, was allerdings kaum über reale Macht verfügte. Wenige Jahre später begann der Erste Weltkrieg. Die imperialistischen Länder stritten um die Aufteilung der Welt. Jeder wollte das größte Stück für sich haben. Dieser Kampf zwischen den Imperialisten ließ sich nicht mehr durch Diplomatie und Abmachungen lösen. Die Staaten schickten ihre Bevölkerung in den Krieg, wo sie sich im Interesse ihrer Herren gegenseitig abschlachten sollten. Die Bolschewiki sahen den Krieg als das, was er wirklich war: ein Kampf um die Neuaufteilung der Welt zwischen den imperialistischen Mächten im Interesse der Herrschenden. Sie waren erschüttert von den Reaktionen der anderen Arbeiterorganisationen auf den Krieg. In Deutschland rief die SPD die Politik des Burgfriedens aus und stellte damit alle Klassenkämpfe ein, um dem Deutschen Reich und der deutschen herrschenden Klasse den Sieg zu sichern. Die Arbeiterparteien in Frankreich und weiteren Ländern handelten genauso. Der Krieg forderte Millionen Tote. In Russland machten sich Hungersnöte und Versorgungskrisen breit. Trotzdem weigerte sich der Zar, den Krieg zu beenden. Zusätzlich zu der katastrophalen Lage des Volkes kam jetzt auch Kritik am Zar aus bürgerlichen Kreisen. Im Februar 1917 spitzte sich die Lage so weit zu, dass sich Demonstrationen und Streiks lawinenartig über das ganze Russische Reich ausbreiteten. Die Arbeiter marschierten zum Teil bewaffnet als Rotgardisten auf, die die Regierung nicht entwaffnen konnte. Der Zar musste endgültig einsehen, dass er seine Macht verspielt hatte, und er dankte unter massivem Druck ab, bevor er gewaltvoll gestürzt werden konnte. Die Duma übernahm die Macht. Sie bildete eine provisorische Regierung, die dem Reich bald eine neue Verfassung geben sollte. Parallel dazu bilden sich wieder die Arbeiter- und Soldatenräte als Organe der Volksherrschaft.
So entsteht faktisch eine Doppelherrschaft durch die bürgerliche Duma und die revolutionären Sowjets. Lenin kommt in dieser Zeit aus seinem Exil in der Schweiz zurück nach Russland. Er veröffentlicht die Aprilthesen. In denen geht er auf die drängendsten Aufgaben des Proletariats in der Revolution ein. Seine Hauptpunkte sind ein Ende des Kriegs, die Machtergreifung der Räte und die Entlarvung der provisorischen Regierung. Ein neues Agrarprogramm. Mit den Bolschewiki stellt er die Forderung Brot, Land und Frieden auf. Nach einer gescheiterten Militäroffensive im Sommer, bei der hunderttausende russische Truppen gefallen sind, kam es im Juli zu Aufständen der Arbeiter und Soldaten. Auch die provisorische Regierung sah ähnlich wie der Zar in den Organisationen der Arbeiterinnen und Arbeiter eine große Gefahr. So wurden die Aufstände im Juli brutal niedergeschlagen und im August machte sich das Militär bereit, auf Petrograd zu marschieren, um die Sowjets niederzuschlagen. Das revolutionäre Proletariat wehrte sich aber mit aller Kraft. Die Eisenbahner streikten und machten damit den Transport der Truppen unmöglich. Ein Teil der Soldaten schloss sich dem Widerstand der Arbeiter an. Ein anderer Teil der Truppen, die mittlerweile alle Moral verloren hatten, desertierte. Währenddessen schafften es die Bolschewiki, weiter ihre Kräfte zu vermehren. Im Petrograder Sowjet erlangten sie die Mehrheit und Leo Trotzki wird als Mitglied der Bolschewiki Vorsitzender des Sowjets. Auch Lenin kommt wieder aus dem Exil zurück. Zwischenzeitlich war er nach Finnland geflohen, um nicht von der provisorischen Regierung gefangen genommen zu werden. Nun war die Situation reif für die militärische Operation, um endgültig die politische Macht zu übernehmen. In den Tagen vor der militärischen Machtergreifung entwickelte sich die revolutionäre Situation im Zeitraffer. Die bürgerliche Kerensky-Regierung wollte die Soldaten Petrograds an die Front schicken, zum einen um den Krieg weiterzutreiben, zum anderen um die revolutionären Elemente im Inland auszuschalten. Darauf schlossen sich die Soldaten zusammen und verkündeten, dass sie nicht mehr der provisorischen Regierung dienen, sondern ihre Loyalität dem Petrograder Sowjet gehört. Die Regierung schickte weitere Soldaten nach Petrograd, um die Situation in den Griff zu bekommen. Doch auch diese schworen dem Sowjet die Treue und wendeten sich von der Regierung ab. Die Bolschewiki ergriffen die Chance und organisierten den bewaffneten Aufstand der Arbeiter und Soldaten. Während Kerensky die Schließung der Druckerei der Bolschewiki anordnete, gingen die Revolutionäre in die Offensive über. Sie nahmen strategisch wichtige Punkte in der Stadt ein und stürmten den Sitz der provisorischen Regierung in Petrograd, den Winterpalast. Die ehemaligen Minister wurden festgenommen, sie durften aber wieder gehen, nachdem sie versprochen haben, sich nicht weiter an der Konterrevolution zu beteiligen. Damit war die alte Regierung entmachtet, doch nun musste die junge Arbeitermacht ihre Herrschaft festigen. Der zweite allrussische Sowjetkongress tagte am Tag darauf. In diesem Kongress versammelten sich Abgeordnete der Bauern-, Arbeiter- und Soldatenräte aus dem ganzen Reich und erließen die ersten entscheidenden Dekrete ihrer jungen Macht. Der Kongress erließ das Dekret über den Frieden. Damit sollten Verhandlungen mit Deutschland beginnen und der zerstörerische Krieg ein Ende finden. Das Dekret über den Grund und Boden enteignete den Großgrundbesitz entschädigungslos und gab den Bauern ihr Land. Ein weiteres Dekret schuf den Rat der Volkskommissare, was die neue Regierung Russlands wurde, mit Lenin als Vorsitzenden. Es folgte die Deklaration der Rechte der Völker Russlands, die den Völkern Russlands die Selbstbestimmung sicherte. Mit der Ergreifung der Macht war nur der erste Schritt auf dem Weg zum Sozialismus getan. Viele weitere entscheidende Schritte sollten folgen, denn die alte herrschende Klasse tat alles dafür, um den neuen Arbeiterstaat wieder zu Fall zu bringen. Soldaten aus mehr als 20 Ländern griffen Russland an, um die alte Ordnung mit Gewalt wiederherzustellen. Bis ins Jahr 1921 wurden zahlreiche Angriffe und Besetzungsversuche zurückgeschlagen. Das neue sozialistische Russland erkämpfte sich die Freiheit und wurde zum Vorbild der Unterdrückten aller Länder. Mit der kommunistischen Partei an der Spitze schaffte es Russland, von einem rückständigen Agrarstaat voranzuschreiten. Es beseitigte den Analphabetismus und gab den Frauen umfassende Rechte, die man so in den europäischen Ländern noch nicht kannte. Russland wurde innerhalb weniger Jahre zu einer sozialistischen Industriemacht, was die entscheidende Bedingung für den Sieg über den deutschen Faschismus war. Doch die Geschichte lehrt uns auch, dass der Sozialismus nicht nur in einer Schlacht erkämpft wird, sondern dass es einen andauernden und disziplinierten Kampf gegen alles Reaktionäre und Alte braucht, um zum Kommunismus voranzuschreiten.
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du mehr über Lenin erfahren möchtest, dann klick doch einfach hier. Sonst sehen wir uns beim nächsten Video.